أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und hallo an alle Nicht-Muslime. Alhamdulillah, wir als Auftrag des Islam sind jetzt aktuell gerade in Marokko und zwar in Casablanca. Wir haben eine Marokko-Tour gemacht sozusagen und uns Marokko angeschaut, um ein besseres Bild davon zu kriegen. Wir waren in Fes, in der alten Medina, in der Stadt Fes. Wir waren in Menkes, wir waren in Chefchaouen, wir waren im Atlasgebirge, wir waren in Marrakesch, wir waren in der Sahara-Wüste und jetzt sind wir aktuell in Casablanca. Und Alhamdulillah, es ist ein sehr interessant, mal das Volk, mal die alten Bauten, die Geschichte zu sehen und ja, mal Vergleiche zu ziehen. Ich möchte euch einiges über Marokko berichten, und zwar der Islam in Marokko und die Verbindung oder die Beziehung von Marokko zum Islam. Ihr wisst, in Marokko gibt es ein Ursprungsvolk, was hier schon seit Jahrtausenden lebt, und zwar die Berber. Das Berbervolk lebte schon 2000 vor Christus hier in Marokko. Und so kam es dann, dass sie sich hier etabliert haben, auch wirtschaftlich mit dem Gebiet Mauretanien. Und zur Zeit der Römer, dann ungefähr so 40 nach Christus, war es so gewesen, dass die Römer angefangen haben, Marokko einige Teile zu besetzen und die Gebiete zu römischen Provinzen zu erklären. Vor allem die, die an den Hafenstädten waren, die relevanten Städte. Das ist ja typisch, weil die Europäer nehmen ja die Römer als Vorbild mit der Kolonien und der Ausbeutung, auch mit der Demokratie. Und die Vorfahren der Europäer sozusagen, die Römer, haben das damals ja auch schon gemacht, haben das vorgelebt, was danach die Spanier, Portugiesen und Franzosen in diesem Land, dazu werden wir noch kommen, machen werden, haben diese als Vorbild genommen. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass die Römer danach einige Teile besetzt haben. Und so kam es dann 470 circa nach Christus, kamen danach die Vandalen. Das war eine Gruppe der Germanier. Sie kamen hierher und haben Nordafrika erobert. Das hat aber nicht lange angedauert, so circa 100 Jahre. Danach kam das Oströmische Reich mit seiner Armee und hat wieder das zurückerobert. Und auch komplett Spanien bis Gibraltar da unten alles erobert. Bis 610 der Gesandte Mohammed a.s. zum Propheten auserwählt wird. Als der Gesandte Allahs zum Propheten auserwählt wird, beginnt er mit der Botschaft. Und er verkündet seine Botschaft in aller Welt. Und 700 nach Christus, also ungefähr so 70 Jahre, 60 Jahre nach dem Propheten, danach schon, war es so gewesen, dass die Muslime hier in Marokko gewesen waren. Sie haben die Römer nicht nur in Ägypten zurückgeschlagen, sondern sind auch hoch nach Khorasan und haben die Perser auch zurückgeschlagen. Das waren die zwei großen Weltmächte, die die Menschen kolonialisiert, ausgebeutet, ermordet und unterdrückt haben. So war es dann gewesen, dass die Muslime nach Marokko kamen, um den Islam hier zu verkünden. Als die Araber nach Marokko kamen, weil das der Westen war, weil hier die Sonne unterging, haben sie zu Marokko Maghreb genannt. Das ist heute immer noch der offizielle Name von Marokko, Maghreb. Warum? Weil hier der Westen ist, das ist der westlichste Teil von Afrika. Hier geht die Sonne, sozusagen ging die Sonne unter, danach kam das Meer und deswegen haben die Araber hier zu Maghreb gesagt. Als die Muslime hier den Islam verkünden, nehmen die Berbergruppen den Islam an. Und ein Junge namens Tariq bin Ziyad, ein Berber, macht sich auf den Weg mit einer Armee von Marokko nach Spanien und erobert das westgotische Reich. Das Westgotenreich wird von Tariq bin Ziyad erobert. Er kommt nach Spanien und das sind die ersten Schritte für das andalusische Reich gewesen. So, dass man diesen Jebel Tariq, den Gibraltar, Berg des Tariqs genannt hat. Und Alhamdulillah, so war es dann gewesen, dass sich in Marokko der Islam etabliert hat. Nicht nur hier, auch in Spanien stark der Islam sich etabliert hat. Und so kam es dann, dass ein Mann namens Mullah Idris hier nach Marokko kam. Der wurde von den Abbasiden verfolgt. Er wurde von Abbasiden verfolgt. Und er kam dann hierher und hat die erste Stadt 789, die Stadt Fes, gegründet und hat bei den Berbern eine große Anerkennung bekommen, sodass
zum ersten Mal Marokko eine eigene islamische Dynastie, ein eigenständiger islamischer Staat wurde, sozusagen dass die Dynastie der Idrisiden war hier gewesen. Er war eins der Abstammung vom Propheten alaihi salatu wassalam gewesen und er hat die Stadt festgegründet. Er kam dahin, wo damals die Römer eine Stadt gegründet haben, nämlich die Stadt Volubili. Ihr könnt die heute besichtigen gehen und da werdet ihr auch gleich danach die Stadt von Mullah Idris sehen, die er selber danach auch dort gegründet hat. Also heute ist das ein Gebiet, wo die Römer dort eine Stadt hatten mit ca. 20.000 Einwohnern und man sieht halt noch die Steine, alles als Kulturerbe, man kann da hingehen und das besichtigen. Wir haben uns das angeguckt und daneben ist gleich die Stadt von Mullah Idris, weil er, als er von den Abbasiden geflohen ist, ist er dorthin gekommen zu den Berbern und dann hat er die Stadt festgegründet und dann hat er hier in diesem Land geregiert mit dem Islam sozusagen. Das ging bis zum 10. Jahrhundert sozusagen und Fes wurde das Zentrum des Islams in Afrika. Und nach dieser Dynastie kam eine neue, und zwar die der Al-Murawiden. Die Al-Murawiden waren eine Gruppe gewesen, die haben alle Berberstämme sozusagen zum ersten Mal alle vereinen können und haben einen islamischen Staat im 12. Jahrhundert gegründet. Und dieser hat angedauert ca. auch 150 bis 200 Jahre. Danach kam die nächste Dynastie. Es war so gewesen, dass in Marokko immer wieder mehrere Dynastien geherrscht haben. Alle 100, 200 Jahre kamen immer wieder andere und haben geherrscht. Das waren immer wieder Berberstämme gewesen, die geherrscht haben. Danach kamen die anderen. Das waren die Almohaden gewesen. Die Almohaden haben bis zum 13. Jahrhundert ca. geherrscht und die haben Marokko zum Herzstück gemacht. Und zwar von Sizilien bis hin zu Spanien, bis hin zu Marokko und das Atlasgebirge. War komplett alles, haben sie miteinander verbunden. Ihr müsst euch vorstellen, Marokko ist ein wichtiger Punkt. Damals war Marokko die Verbindung, die Brücke nach Europa. Andalusien, das war die Brücke mit Marokko verbunden. Wer Marokko hatte, war die Brücke nach Europa und die Küste und die Handelswege waren sehr, sehr wichtig gewesen. Und sie haben, die Almohaden haben bis zum 13. Jahrhundert geherrscht und haben aus Marokko ein Herzstück gemacht. Dann kamen die Meriniden. Die Meriniden haben wieder die Hauptstadt zu festgenommen. Eins muss ich nochmal sagen, die Almoraviden, die im 12. Jahrhundert geherrscht haben, die haben die Hauptstadt von den von der Idrisidischen Dynastie nach Marrakesch gemacht und haben auch die Stadt Marrakesch gegründet. Und die El-Meriniden hatten danach wieder die Stadt von Marrakesch nach Fes gebracht und haben ca. 150 Jahre dort geherrscht, wo Wissenschaft und Kunst komplett aufgeblüht hat. So war es danach gewesen und immer wieder, wenn die Blütezeit kommt, wenn ein Höhepunkt kommt, dann kommt irgendwann der Tiefpunkt. Und so kam der Beginn der Kolonien. So kamen die ersten portugiesischen Kolonien und haben wichtige Hafenstädte besetzt, so 1465. Und als Spanien danach komplett Andalusien zurückerobert hat, 1492 im Januar Granada gefallen ist, war es so gewesen, dass alles instabil wurde, alles extrem gewackelt hat und alle Muslime oder viele Muslime und Juden von Spanien geflohen sind nach Marokko. Bezüglich den Juden werden wir einen Vortrag machen, die Juden in Marokko, ein sehr wichtiger Vortrag. Das hat eine sehr, sehr besondere historische Geschichte, die sehr wichtig ist. Aber es kamen auf einmal die Muslime zurück, weil die Spanier haben jeden abgeschlachtet. Sie haben die Moscheen zerstört. Unser Bruder ist gerade in Spanien und er sagt, es ist nicht normal, man sieht kaum Spur, man würde meinen, der Islam hätte hier noch nie geherrscht, obwohl 500, 600 Jahre der Islam Andalusien geherrscht hat. Nichts. Sie haben die Muslime abgeschlachtet, sie haben die Juden abgeschlachtet, sie haben alles zerstört, sie haben aus den Minaretten Glocken gemacht. Also alles, was gegen islamische Spuren, haben sie vernichtet. Und die Spanier kamen danach auch hierher nach Marokko, um zu kolonialisieren. So kam es dann, dass die Saadier, das waren die von Banu Saad, eine scherifitischer Clan, auch Abstammung des Propheten, haben danach angefangen, Widerstand gegen die Portugiesen und Spanier zu leisten und zum ersten Mal die Stadt Agadir wieder befreit. Agadir von den Portugiesen befreit und danach 1549 die Stadt Fes zurückerobert und Ahmed al-Mansur hat sozusagen zum ersten Mal wieder Marokko wirtschaftlich und politisch teilweise stabilisieren können. Und dann war es so gewesen, dass das Osmanische Reich extrem expandiert hat, über Ägypten, komplett im Mittelmeer entlang. Und das Osmanische Reich war ein islamischer Reich gewesen, sodass Marokko, Maghreb, die Osmanen als Oberhoheit anerkannt hat. Und
auch Osmanische Reich hier in Marokko sich etabliert hat. Und es war immer so gewesen, dass trotzdem also ihre eigenen Könige hier geherrscht haben, aber sie das Osmanische Reich als Hoheit anerkannt haben. Nach dem Tod von Ahmed al-Mansur gab es dann Probleme und es kam eine neue Dynastie, 1669, die Alawiden, nicht die Alawiten aus der Türkei oder die Alawiten, die in Syrien herrschen, die Alawiten, das sind die Abstammung von Propheten gewesen, sie haben angefangen hier zu herrschen. Übrigens, der heutige Präsident ist immer noch von der gleichen Familie. Es herrscht immer noch die gleiche Familie seit 1669 bis heute. Der König heute ist derselben Abstammung wie damals, die hier geherrscht haben. Und sie haben angefangen, die Portugiesen und die Spanier Schritt für Schritt aus den ganzen Gebieten zu bekämpfen und diese zu verjagen aus diesen Gebieten. Ich möchte nur kurz sagen, und die Alawiden, die haben danach wirklich hier teilweise von den Spaniern, Portugiesen das befreit, von den Kolonien. Und so war es aber danach nicht zu Ende gewesen. Im 19. Jahrhundert, 1843, kamen danach die Franzosen. Und die Franzosen waren sehr eklig gewesen, auch in Algerien. Ihr wisst, das Völkermord, was sie da gemacht haben, begangen haben. Auch hier in Marokko waren sie sehr hart gewesen. Und man, bis heute wird in den ganzen Amtssprachen, also die Amtssprache ist Französisch, in Zugverbindungen, alles ist Französisch, wird immer noch hier als wichtigste Sprache gesprochen. Und es ist leider so, aber danach kamen die Franzosen hierher. Und 1923 wurde das Protektorat Französisch-Marokko und Spanisch-Marokko anerkannt. Und Tangier wurde als internationales Gebiet anerkannt. Also es gab gar kein Marokko mehr. Man hat nur noch gesagt, Französisch-Marokko, ein Teil Spanisch-Marokko. Tangier war internationales Gebiet gewesen. Und der König, der war nur noch formell einfach nur da gewesen. Es hat gar keine Bedeutung gehabt. Nicht mal lange her, 1923 war das so gewesen. Aber das kam zu Aufständen. Die Berber haben Aufstände gemacht und haben immer mehr von den Besatzern vertrieben. Und 1956 wurde die Unabhängigkeit ausgerufen. Und heute herrscht der König hier und Marokko ist sozusagen unabhängig von Franzosen und Spanier. Aber hier herrscht trotzdem ein König, der noch mehr Franzose und noch mehr Spanier ist, wie die Franzosen und Spanier selbst. Guck mal, ich möchte euch sagen, warum ich das alles aufgezählt habe, diese Geschichte gerade. All das, all diese Aufopferung, dieses Widerstand, dieses Bemühen, diese ganzen Sachen, für das, was heute in Marokko herrscht. Wenn man sich mal heute das Marokko anguckt, das heutige, heute regiert ein König, der mit kurzer Hose und einem Athlet, mit einem Hund an der Leine, in Paris chillt irgendwo, regiert das Land. Wenn wir durch die Städte fahren, durch Fez, durch Marrakesch, egal wo, Casablanca oder Rabat, dann seht ihr in jeder Stadt einen Palast von diesem König, über 80 Hektar groß. Übelst. Und dahinter den Mauern sind die Menschen am Verhungern. Die Menschen können nicht mal heiraten. All diese Aufopferung für das, was heute hier herrscht, all das, was die Vorfahren gemacht haben, sich bemüht haben, für das, was heute herrscht, das ist nicht wert. Marokko ist ein sehr reiches Land, ein sehr wichtiges Land. Marokko hat Gebirge, ist am Atlantischen Ozean, ist am Mittelmeer, hat Wasserfälle, hat eigene Wasserversorgung, hat sowohl Sahara, hat aber auch wiederum Grünes zum Anbauen, hat auch Gebirge. Marokko ist ein so reiches Land, man hätte so viel mehr machen können aus diesem Land, aber man macht es nicht. Stattdessen ist man irgendwo in Paris als König und chillt einfach woanders. Und das führt dazu, dass dieses Volk leider heutzutage sehr stark vom Islam distanziert ist. Warum sind die stark vom Islam distanziert oder haben eine schwache Bindung zum Islam, wobei die Marokkaner, wenn man sich das damals anguckt, die Marokkaner waren so wichtig gewesen, ein so starkes Volk, zum ersten Mal, die nach Spanien, der Islam nach Spanien gebracht hat, waren die Berber gewesen, die Marokkaner gewesen. Die Marokkaner waren die gewesen, die Juden, die Muslime aus Europa aufgenommen haben. Die Marokkaner waren die gewesen, die für Wissenschaft und Kunst sehr stark gewesen waren. Die Marokkaner, guckt euch ihre Bauten an, was sie gebaut haben, waren fortgeschritten gewesen. Und heute? Und heute? Was ist heute mit uns geworden? Was ist heute aus Marokko? Und das sehen wir in allen Ländern. Ägypten, Marokko, Türkei, all unsere Ländern. Uns wurde alles genommen. Was heute mit uns passiert? Was ist mit uns los, dass wir so extrem gefallen sind, dass wir nichts mehr haben, gar nichts mehr? Und
Die Europäer, wenn die ausbeuten oder kolonialisieren, da beuten die sehr gut aus. Aus drei Wegen. Sie spalten die Menschen erstmal auf. In Gruppierung. Berber, Araber, der ist Türke, der ist Kurde, der ist so. Das haben sie gemacht. Dann ist man schon mal, man guckt nicht mehr mit dem muslimischen Auge. Okay, das zum einen. Dann gehen sie eine andere Methode, und zwar die Methode der Tourismus. Sie bringen Tourismus in ein Land, und Marokko ist so extrem abhängig von Tourismus. Wenn aber der Tourismus hierher kommt, dann musst du halt wenig über den Islam reden, dann darfst du halt nicht so viel Islamische, du musst auch andere Sachen zeigen, du musst halt mal auch römische Sachen zeigen und bitte so wenig wie möglich über Islam reden und über islamische Geschichte reden, weil das ist ja nicht interessant, das will ja keiner hören. Und dann fängt man an, nicht mehr über diese islamischen Sachen zu reden. Und man wird abhängig von Tourismus. Und die Leute sagen, wie gefährlich das ist, wenn Tourismus, wenn man extrem abhängig ist von Tourismus. Wenn danach der Asan zum Suhr-Gebet. Und wenn man sich zu sehr abhängig vom Tourismus macht, wie hier, dann können andere Staaten einen erpressen, indem man sagt, wir schließen die Grenzen, dann kriegst du keinen Tourismus her. Und das ist ein Problem. Und Corona hat aber den Leuten das gezeigt, dass sie aufpassen müssen. So war es gewesen, dass Leute gesagt haben, also wäre der Islam nicht, dann wären wir wirklich verloren. Wir hatten nichts, kaum, gar kein Essen mehr. Aber der Islam sagt, ihr müsst mit euren Brüdern teilen, haben wir uns gegenseitig geholfen. Also was ich sagen will ist, mit Tourismus ist eine Masche, um die Leute vom Islam abzubringen. Man bringt Tourismus in ein Gebiet und das sehen wir ja selber. Danach wird nicht mehr über Islam geredet, nicht über islamische Geschichte. Guckt, googelt einfach. Ihr werdet kaum Verknüpfungen über islamische Geschichte sehen mit diesen Orten, mit diesen Gebieten. Immer wieder sehr selten. Ein Satz, das war's. Ja, doch, Islam geherrscht, jahrhundertelang. Wo ist hier die Verknüpfung? Wo ist die Verbindung? Und das Dritte ist, wenn man Ausgrabung macht, archäologische Ausgrabung. Das ist immer eine Methode, wie die Europäer oder der Westen ein Gebiet ausbeutet oder auch Geheimdienst mitschickt. Wenn man zum Beispiel 10 Leute aus Deutschland oder Frankreich zur Archäologie, zur Ausgrabung schickt, dann sind immer davon mindestens 3 Leute Geheimdienste und gucken die Gebiete an, welche Gruppierungen sind da, wie tickt dieses Volk, wie tickt diese Familie, kann man die gegeneinander aufhetzen. Es ist immer so. Und ihr werdet immer eins feststellen, bei archäologischen Ausgrabungen werden nie islamische Sachen ausgegraben. Kaum, so gut wie kaum, selten. Warum? Man will immer wieder zeigen, der Islam ist keine Zivilisation. Der Islam hat noch nie etwas auf die Beine gestellt. Der Islam ist nichts Besonderes. Stattdessen immer etwas vom Römischen Reich, Griechische, Kleopatra, die Pharaonen, Ägypten war das extrem gewesen. Immer wieder, wenn wir gefragt haben, wo ist denn der Islam hier gewesen? 1000 Jahre lang. Nichts, gar nichts. Nee, man findet nichts. Das ist natürlich eine Masche des Westens, um die Leute auch vom Islam abzubringen, zu zeigen, ihr wart noch nie eine Dings gewesen, eine Zivilisation, noch nie eine Gesellschaft. Ja, das sagen sie so, das stimmt aber nicht, das wissen wir ganz genau. Wir waren die, die Aufschwung hatten, die Wissenschaft hatten, die Modernität hatten, die Technologien hatten, damals. Und nicht Europa und nicht der Westen, aber heute wird das so dargestellt, als wären wir die Zurückgebliebenen, die Psychopathen, die Terroristen, die völlig hängen geblieben sind. So ist es nicht. Und ich glaube, dass wenn wir Muslime einfach zu uns zurückkehren, mal selbstbewusst werden und jeder hat das Recht zu sagen, ich will das nicht, was jetzt gerade ist, mit der Situation bin ich nicht zufrieden. Ich möchte ein islamisches Kalifat wie damals haben nach dem Muster des Propheten und wir wollen unabhängig werden. Und wenn jeder das sagt, ich glaube, das ist das Recht eines jeden Muslim. Jeder Muslim sollte wieder zurück zu seinen Wurzeln kommen und aufhören, den Westen, Frankreich, Europa, Deutschland zu bewundern oder immer wieder danach zu trachten, wie die zu sein. Denn wir haben unsere eigene Kunst, wir haben unsere eigene Kultur, wir haben unsere eigene Geschichte, wir haben unsere eigene Herkunft, auf die wir stolz sein können. Ohne Ausbeutung, ohne Kolonie, ohne Versklavung, ohne Vergasung, ohne Ermordung, ohne Tod, Töten. Wir haben eine Geschichte, auf die wir stolz sein können. Nur, man muss lange suchen, bis man die findet in der heutigen Zeit. Daher, wir als Mufti Islam haben uns zur Aufgabe gemacht, teilweise euch Denkanstöße zu geben, damit ihr richtig grabt und zu euch zurückfindet. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.